Nein, du musst, es ist ganz einfach, du musst schauen, dass du deine Talente lebst, weißt? Die Leute wollen, das Erste, was sie wollen, ja, ein Auto. Das Zweite ist dann ein Rolex. Also, so Dinge, das sind so, das ist ein komplett falscher Weg. Ich habe damals relativ wenig angebracht. Liebe Mentoren und Mentees, willkommen zu einem weiteren Interview. Heute sind wir zu Gast bei Top-Unternehmer, Winzer und Investor Leo Hillinger. Leo, wie machen wir das? Servus. Servus. Corona, ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig. Besonders in der Vorbereitung habe ich mir, glaube ich, all deine Interviews angeschaut, die du so hattest. Richtig viele. Und ich habe wirklich Fragen dann auch ausgesucht, die du nicht schon in einem Buch beantwortet hast oder in einem deiner Interviews. Das Buch werden wir unbedingt einblenden. Ich habe mir nur gedacht, boah, was für eine, ich glaube, also ich traue mich wirklich so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass du von allen Mentoren, die bis jetzt bei mir waren, die inspirierendste Lebensgeschichte hast. Ein paar Mal muss ich es wirklich runterschlucken, dass ich nicht in Tränen ausbreche. Also Hut ab, Hut ab. Deswegen feiere ich das umso mehr, was du hier alles geschaffen hast. Also Respekt. Das macht dich umso sympathischer. Ein Freund ist zu mir gekommen und hat schon so oft gesagt, ja, du musst den Leo Hillinger interviewen. Der ist so ein sympathischer Kerl hin und her. Und siehst, Gott sei Dank, jetzt sind wir hier. Leo, jetzt mit deiner ganzen Hintergrundgeschichte, meine erste Frage war, die mir spontan eingefallen ist. Glaubst du, wenn dein Leben früher angenehmer gewesen wäre, ohne Schulden, ohne nichts, wäre das derselbe Erfolg? Wäre es weniger ausgefallen oder wärst du noch erfolgreicher? Also grundsätzlich möchte ich mal sagen, es ist für mich sehr wichtig, ein Interview zu führen mit Menschen, die sich schon vorher informiert haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und weil Menschen, die kein Buch gelesen haben oder keine Interviews gehört haben, die können mich auch nicht kennen. Und das ist mir wichtig, das wollte ich jetzt nur einfach noch sagen. Das ist eine gute Frage, es ist eine sehr intelligente Frage und ich kann es beantworten mit, wenn es mir leichter gefallen wäre damals, wäre ich sicher nicht so weit wie jetzt. Das ist auch das große Problem, das sage ich aber auch bei meinen Vorträgen immer, wenn eure Kinder nicht sind, keine, dann haben sie keine Motivation, dann seid ihr schlechte Vorbilder. Wenn die Kinder nicht dasselbe machen wie die Eltern, wenn der zum Beispiel Arzt ist und die Kinder wollen was anderes werden, dann hat der die Kinder nicht motiviert genug, finde ich persönlich. Ich habe meinen Kindern nie gesagt, sie sollen das machen, was ich mache. Sie sollen immer nur machen, dass sie glücklich werden. Es hat für meine Kinder nie eine andere Option gegeben, wie diesen Job zu machen. Aber nur deswegen, weil ich jeden Tag heimkomme und sage, ich arbeite eigentlich gar nichts. Ich arbeite nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet. Ich habe nur das gemacht, was ich am liebsten mache. Es ist so viel Glück, dieses Gefühl zu haben, nicht zu arbeiten, sondern jeden Tag einer kommt, okay, das schaut nach viel Stress aus, es ist brutal viel Stress, es ist ein wahnsinniger Druck, den man natürlich hat, aber das haben wir selber ausgesucht und ich bin glücklich damit. Ich bin motiviert, mir taugt es. Jeden Tag, wenn ich da auffahre, denke ich mir, hey, das habe ich erschaffen. Und das gefällt mir so. Und nein, ich wäre sicher nicht so weit, wenn ich damals wenn es leichter gehabt. Spannend. Da bin ich 100% bei dir. Bei dir spürt man extrem diese Passion und Leidenschaft. Wir haben ja kurz jetzt im Auto diskutiert und ich habe gesagt, hey, das kann nur so funktionieren. Der Typ steht um 4:30, 5 in der Früh auf und arbeitet bis 12. Wenn du das nur ansatzweise irgendwie hassen würdest, das kannst du als normaler Mensch nicht überleben, wenn nicht da deine Leidenschaft und deine Passion dahinter ist als Motor. Und die größten, also was die meisten jetzt Mentoren mir erzählt haben, waren wirklich die größten Motivationen sind durch Schmerz entstanden. So wie bei dir auch. Welcher Schmerz hat dir den meisten Antrieb gegeben? Also nochmal eine gute Frage. Das sind
Interview, das ist schon mal sehr interessant für mich, weil die Fragen wirklich sehr gut ausgewählt sind. Das sage ich jetzt nicht. Du kennst meine Interviews, ich habe das eigentlich noch nie gesagt, diese Richtung kennt. Das ist eine sehr gute Frage sogar. Der Schmerz, und ich habe sehr viele Schmerzen erleiden müssen, es waren mehrere Schmerzen. Also für mich waren es psychische Schmerzen. Das erste war die Bank. Ich habe einen irrsinnigen Druck von der Bank, habe massive Erniedrigungen erleben müssen, auch in der Gastronomie. Die Leute haben mich rausgeschmissen und ich bin hinten wieder rein. Also das können nicht viele Menschen, dieses Terrier-Syndrom. Also das ist, kann man sich nicht vorstellen. Und dann ist dieser Neid gekommen, den ich bis jetzt ist es noch schlimmer wie früher, ich habe mir nie vorstellen können, dass ich meine Energie aufwende, um irgendwen neidisch zu sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jeder, der erfolgreich ist, der hat ja das selber gemacht, der hat es nicht geschenkt gekriegt. Oder ich habe es vielleicht geerbt oder im Lotto gewonnen, aber das ist ja selten. Und wenn einer von nichts angefangen hat, dann muss man das respektieren. Dem muss man Danke sagen, weil der ist wieder der Motivator für andere. Also der Neid ist in Österreich ganz was Schlimmes. Also wenn ich jetzt eine Lungenentzündung habe, wollen sie es auch haben. Die Leute sind einfach so komisch. Gell? Also, sie helfen da nicht beim Zurückzahlen, sie helfen da nicht beim Arbeiten, aber sie sind da alles zeitig. Aber sie wollen nichts hakeln dafür. Wow, weißt, genau. Sie wollen wenig tun und viel haben. Ja. Das geht nicht. Du musst Kompromisse eingehen und musst konsequent sein. Das ist deswegen mein Buch. Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Ja, bravo. Da bin ich zu 1000% bei dir. Ich habe letztens auch eine Diskussion gehabt und wir haben auch gesprochen und einer hat sich auch über Neid aufgeregt und dann habe ich mir gedacht, hey, sagen wir mal Hausnummer, du verdienst deine 5.000 bis 10.000 Euro und du willst es auf 30.000 erhöhen. Ja, wer soll das Problem für dich regeln, außer du selbst? Und wenn du jetzt bei jedem Trottel bist und über der Meinungen dich, keine Ahnung, rechtfertigt oder aufregst, wer löst dieses Problem für dich? Keiner. Und die natürlich, die plappern viel, die reden, reden, reden. Und jeder, der redet, also ich habe einen psychologischen Hintergrund, ich habe das studiert, tötet ja den Drang, es dann wirklich machen zu wollen, den Drang, es erfahren zu wollen. Ich meine, wenn du jetzt von all dem gesprochen hättest, 24/7, dann wäre das nie entstanden. Aber spannend, das heißt, du hast mal gesagt, die Bank, mega, mega Antrieb. Die Neider, mega, mega Antrieb. Gab es da noch was? Ja, es gab immer Menschen, die gesagt haben, der schafft es nicht. Okay. Und wenn es das gibt, dann ist es noch mehr Motivation. Mhm. Und es waren sehr viele große Wirtschaftsbosse, die damals schon mein Feuer in meinen Augen gesehen haben und gesagt, aus dir wird was Besonderes. Und die Motivation als solches, die Kreativität und das Umsetzen dieser Kreativität, das war für mich auch sehr große Schmerzen, weil man sehr viele Ideen gar nicht umsetzen konnte, weil keine finanziellen Hintergründe da sind. Wenn du von der Bank kein Geld kriegst, dann kannst du nichts umsetzen, das ist ganz klar. Und es hat mir sehr viel Schmerzen bereitet. Aber manche Menschen sagen, so wie meine Mutter, der Bursch steht auf Schmerzen. Also ich habe jetzt wieder einen großen Unfall gehabt beim Downhillen, mit Schultern, mit allem drum und dran. Also es sind wirklich körperlich extreme Schmerzen, aber es motiviert mich, weil jeder Tag besser wird. Das heißt, dass er schlechter ist, sondern es wird besser. Und das ist schon ein Zeichen der Motivation. Wow, ja. Ja. Besonders jetzt, wo du gesagt hast, die Bank, also wer in Leo Hillingers Buch das nachliest, das waren 400.000 Euro Schulden. So 17% Verzinst. Da wirst du ja bewusstlos nur vom Zuhören. Also das wäre so ein Druck, wo ich glaube, meine Generation, aber noch die Generation drunter, die würden an dem zerbrechen. Du hast es nach oben skaliert. Wie? Ich denke mir so viele, wie geht man mit so einem Druck am besten um? Das
Das ist auch eine interessante Frage, ganz leicht zu beantworten. Es war mein jugendlicher Leichtsinn und meine Naivität. Ich habe damals relativ wenig Ahnung gehabt. Ich war damals noch nicht der Betriebswirt, der ich jetzt bin, sondern ich habe mich konzentriert auf meinen Job. Ich habe immer alles, was ich nicht gekonnt habe, habe ich abgegeben. Ich habe relativ schnell gute Leute gefunden, die mir um wenig Geld geholfen haben. Also zum Beispiel, ich war bei Roundtable, das ist so wie Rotary Alliance bis 40. Dort habe ich einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt kennengelernt. Das sind wir Freunde geworden. Die haben von mir Wein bekommen und ich habe eine Beratung bekommen. Und so konnte ich Schritte optimieren, auch Schritte bei den Banken. Ich habe immer gewusst, welche Talente ich habe und diese Talente habe ich gefördert. Ich habe aber genau gewusst, und das ist das Beste im Unternehmer, der beste Unternehmer ist der, der weiß, was er nicht kann. Ja, das stimmt. Und der muss abgeben können. Wenn er das nicht kann, ist er ein schlechter Unternehmer. Ich weiß, was ich nicht kann. Das gebe ich also. Und dann habe ich Zeit für meine Talente. Bravo. Sehr gut, ja. Also zusammenzufassen, sie seine Stärken kennen, seine Schwächen kennen und netzwerken. Ja, das ist mega wichtig, mega wichtig. Jetzt zu Punkt, genau das wollte ich sagen, zum Thema der Naivität. Glaubst du nicht, dass man irgendwo immer ein bisschen naiv sein sollte? Naivität ist, ist ein Zeichen der Sympathie. Selbstironie ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Man darf sie nicht selber zu ernst nehmen, auch andere Menschen nicht zu ernst nehmen, Situationen nicht zu ernst nehmen. Das macht ja auch sympathisch. Das ist ganz wichtig. Also ich bin immer rumgegangen mit meinen schmutzigen, schwarzen Händen vom Rotwein an die ganzen Clubs in Wien. Und die Mädels haben gefragt, ich habe die Hosen eingesteckt, habe die Hände in die Hosen. Und dann haben sie gesagt, was bist du, ein Kreativer oder ein Banker? Sag ich, nein, ich bin Bauer. Und dann haben die gefragt, ob ich mit Schweinen zu tun habe. Sag ich, ja, mit Schweinen habe ich auch hier und da mal zu tun. Und dann habe ich meine Hände hergezogen und dann sind die erschrocken. Ja. Weil die waren aufgeplatzt. Wahnsinn. Schwarz. Und ich bin immer dazu gestanden. Die haben mich immer als diesen einfachen Bauern hingestellt, der ja ich eigentlich bin. Ja. Aber das war dann wieder so sympathisch. Und dann trotzdem im Gespräch mit Menschen, die international zu tun haben, auch geschäftlich zu tun haben. Ich habe sehr viel gelernt in meiner kurzen Jugend, die ich gehabt habe, weil die Jugend, da bin ich relativ schnell erwachsen worden, ja, durch diese Selbstständigkeit. Bei mir war ein riesengroßer Vorteil, ich habe in kurzer Zeit sehr viel gelernt. Lerne heute noch sehr viel. Ich habe ein wahnsinnig extremes visuelles Gedächtnis und ein akustisches Gedächtnis. Ich kann mir manche Dinge gar nicht merken, also da frage ich oft dreimal nach dem Namen, aber nach dem dritten Mal weiß ich dann Jahrzehnte. Aber ich höre sehr viel und merke mir sehr viel. Also ich sehe Menschen und analysiere diese Menschen. Ich kann da genau noch sagen, was du angehabt hast, welche Socken vorab, ob der Schuh nicht putzt war. Das sind das sind so Talente. Und das ist aber wichtig, weil durch das lernst du auch viel. Ich habe, egal wo ich auf der ganzen Welt war, das war Deutschland, Frankreich, Italien, ich war in Kalifornien, Australien, Neuseeland, Südafrika. Auf der ganzen Welt habe ich wahnsinnig viel schnell gelernt. Und ich habe dann immer von sehr gescheiten Leuten, habe ich durch viel Fragen sehr viel gelernt. Ja. Und deswegen habe ich dieses, man kann es fast nennen, naja, das Defizit, ein betriebswirtschaftliches, das habe ich dann aufgeholt. Ja. Und relativ schnell. In einem kurzen Studium. Ja, aber das ist so typisch, das ist nicht Zufall, wie du selbst gesagt hast, wenn du hast ja jetzt selbst erwähnt, du hattest Mentoren,
sowohl in Deutschland als auch in Kalifornien. Da sollte man zuhören. Da sollte man zuhören. Und besonders wenn der Mensch schon gewisse Resultate hat, egal ob es finanziell ist, in welcher Thematik auch immer, wenn er bessere Resultate hat als du, hör zu. Hör zu. Und das ist super Input. Also Leute zuhören, das A und O. Ich muss kurz was sagen, es ist sehr wichtig, gerade in diesem Interview, wo junge Leute zuhören. Das merke ich auch bei mir in der Show immer, auch wenn ich einsteige in verschiedenen Unternehmen bzw. Startups. Die Leute wollen, das Erste, was sie wollen, ein Auto. Das Zweite ist dann ein Rolex. Also so Dinge, das sind so, das ist ein komplett falscher Weg. Du musst in einem Unternehmen, musst du hakeln und du musst schwer arbeiten. Du musst 10 Jahre, musst du gerade so über die Runden kommen, dass du gut essen kannst, gut trinken und fertig. Also du darfst erst dann schauen, wenn der Betrieb schuldenfrei ist. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe erst privat gebaut, wie ich das alles schon zurückgezahlt gehabt habe. Also ich hab kein Fremdkapital seit 10 Jahren. Ich habe jetzt in meiner Stiftung 85% Eigenkapital. Also das, keine Schulden, auf sich selbst schauen und sich selbst belohnen, erst dann, wenn das Unternehmen so dermaßen gut dasteht und wenn du Reserven hast. Gerade jetzt in der Krise, und die Krise kommt erst, ihr habt ja keine Ahnung, das glaubt jeder, dass die Krise schon da ist, die kommt aber erst, die betriebswirtschaftliche kommt richtig und die wird lange kommen. Und Betriebe, die keine Reserven haben, die werden das auch nicht überleben. Also es wird ein brutales Szenario geben und das möchte jeden Unternehmer, jeden jungen Unternehmer, nicht alles gleich aushauen. Umsatz ist nicht Gewinn. Das ist ganz wichtig. Ja, das merke ich. Apropos Rolex, ich sehe das bei vielen Kollegen, ich komme ja aus dem Coaching, bei vielen meiner Kollegen, die im Coaching sind, ich denke mir so, sie haben eine Rolex, so viel wert wie mein Auto. Und der Grant Cardone, so ein amerikanischer, vielleicht sagt er dir was, ich weiß nicht, ob er jetzt Milliardär ist, er hat sich seine erste gekauft, ich werde dich jetzt anlügen, 600.000 oder 6 Millionen. Da hat er sich seine erste gekauft um so 10.000-15.000. Beim ersten Umsatz? Also nein, bei diesem Geld, was er am Konto hat. Genau. Er sagt so, ich war schon richtig reich, aber kein Mensch hat's gesehen. Ich war weder im Starbucks-Café drin und das Ganze Mal hat es nicht gesehen. Erst ab einem bestimmten Gewinn, weil einfach damit auch nach außen zeigt, okay, mir geht's wirklich gut. Genau. Und das Marketing muss ja sitzen, wenn du ein gutes Marketing willst. Die Leute sind halt oberflächlich, dann hat er sich eine Rolex gegönnt. Spannend. Glaubenssätze, das ist mir sehr wichtig. Was waren deine Glaubenssätze damals und was sind deine Glaubenssätze heute oder waren sie konstant immer gleich? Die waren immer gleich. Ich habe, für mich ist, sind die Werte das Wichtigste im Leben. Wahre Werte ist zum Beispiel ganz wichtig, ist Familie. Familie ist ein ganz wichtiger Wert. Wenn es dir gut geht, sind alle da, wenn es dir schlecht geht, spucken sie dich nicht einmal an. Das habe ich erleben müssen, erleben dürfen. Ich habe Gott sei Dank von keinem meiner Familienmitglieder irgendwie Geld gebraucht, weil ich keins da war. Aber meine Mama zum Beispiel, meine Geschwister und so, das ist schon sehr wichtig gewesen für mich. Mein Vater, obwohl ich manchmal sehr große Schwierigkeiten gehabt habe, trotz alledem, das war schon... Bitte? Von deinen, du hast ja, wie viele Geschwister wart ihr? Wir waren 4 und jetzt sind wir nur mehr zu zweit. Also meine Schwester ist letztes Jahr im Oktober gestorben, mein Bruder mit 19. Ja. Und Familie ist wichtig und dieses Bodenständige, also ganz wichtig ist Arroganz ist Dummheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Du bist nichts Besseres. Also ich, wenn ich jetzt ein paar Mal im Fernsehen bin, dann bin ich nichts Besseres wie jeder andere. Du bist, das ist einfach nur, weil du halt jetzt irgendwas machst, was die anderen nicht machen. Aber ich bin besser. Mich macht,
ein besserer Mensch macht der Umgang mit Familienmitgliedern, mit Mitarbeitern, mit der Gesellschaft. Auch ein Danke sagen an verschiedene Menschen, die dir sehr viel gebracht haben. Freundschaften, die ewig halten, Freundschaften zu pflegen zum Beispiel. Auch der Umgang mit den Kindern, das ist, also natürlich gehört das zur Familie, aber trotzdem noch diese Vorbildwirkung zu sein, dass die Kinder auf dich stolz sind, egal in jeder Situation. Man macht halt natürlich auch Fehler, ist klar. Diese Fehler zuzugeben, ist auch eine Größe. Ja, einfach Bodenständigkeit und das Gesundheit. Das für mich wird das immer wichtiger, wenn man gerade sowas wie jetzt gerade erlebt. Auch die Reduktion, je mehr man hat, desto weniger braucht man. Das ist so für mich ein ganz wichtiges Thema. Die meisten glauben immer, ich brauche jetzt noch ein Auto oder noch eine Uhr oder noch ein Boot oder so ein Schmarrn. Das wichtigste Gut ist die Zeit, um alles nutzen zu können. Und ich bin ja 3 bis 4 Monate in Südafrika, mache unten ja Wein. Und da einfach da jetzt am Neisilatsee zu sein und einfach mit der Familie zum Beispiel Picknick mit dem Boot auszufahren, am Neusiedlersee, das ist für mich ein Wahnsinnsglück. Oder in Südafrika zu sitzen und aufs Meer auszuschauen, Flaschen Wein, gutes Essen. Weißt, man braucht so wenig. Ich meine, das ist eh schon mehr wie die meisten Kinder, aber egal, ob du jetzt sitzt am Wörthersee oder irgendwo auf einem Teich, da geht es gar nicht um das. Es geht rein um das, dass man nicht nochmal ein Boot und nochmal was braucht und dort nochmal und da nochmal. Man braucht relativ wenig. Das ist alles überbewertet. Wenn du dann irgendwie ein Ziel erreicht hast, dann musst du wieder nichts und dann schätzt es gar nicht. Weißt du, das Schätzen ist das Wichtigste. Weißt du, das ist wichtig. Ja, brau. Dankbarkeit, Familie, Bodenständigkeit. Stimmt, ja. Ja, also ich habe mich in vielen Sachen auch in deiner Story identifiziert, besonders auch die Vatergeschichte. Und deswegen frage ich das, ob du der Älteste von euch bist, weil es gibt so ein psychologisches Phänomen, dass der älteste Sohn und der Vater immer einander krachen. Genau so ist es. Ich war der erstgeborene Sohn und ja, für ihn war immer klar, nicht? Der heißt so wie ich, also mein Sohn heißt auch wie ich. Mein Vater hat natürlich wahnsinnig viel gefordert und Fehler durften nicht passieren. Natürlich passieren Fehler und dann kommen sehr viele Dinge dazu. Diese Offenheit, die wir jetzt in der Erziehung unserer Kinder erleben und auch leben, die hat es damals nicht gegeben. Also ich habe mit meinem Vater, hätte ich nie so reden können, wie mein Sohn oder meine Tochter mit mir redet. Es ist teilweise schon beängstigend offen. Aber wir reden. Wir reden und wir versuchen, die besten Vorbilder zu sein und sie durch die Pubertät zu bringen. Besonders meine Tochter, also Frauen sind da noch ein bisschen intensiver in der Richtung. Mein Sohn ist sehr einfach, der ist sehr entspannt und einfach. Aber meine Tochter ist so wie ich, die eckt an, die ist auch sehr, sehr willensstark und natürlich ist es eine Herausforderung, aber die muss ja das irgendwo herhaben. Also von dem her muss man auch damit lernen, umzugehen. Aber es ist wichtig, dass man schon in der Familie, das ist also ein großes, wichtiges Thema. Ja, spannend. 2 Fragen und dann haben wir sie. Eine Frage habe ich aus der QA ausgewählt. Es gab die komischsten Fragen, aber gute habe ich mir behalten. Wenn du von null starten müsstest, ich glaube jetzt viele Unternehmen werden es, wenn du schon sagst, als Experte werden, wenn sie nicht liquide genug sind, boom. Was würdest du tun, wenn du von null starten müsstest, Gott bewahre, mit dem Wissen, aber ohne Netzwerk? Würdest du beim Wein bleiben? Würdest du ihn so in die Digitalisierung? Nein, du musst, das ist ganz einfach. Du musst
Du musst schauen, dass du deine Talente lebst. Weißt, das hat keinen Sinn, wenn ich in die Digitalisierung gehe, wo ich auch keine Ahnung habe. Weißt, ich muss das leben, was ich gern mache, wo ich gut drin bin. Man muss schauen, dass man Nischen sucht. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, was ist jetzt in dieser Krise, was sind so krisensichere Jobs, nicht? Und da ist, da kannst du wahnsinnig viel machen. Ich habe mir vorgestellt, also wenn ich jetzt nicht im Weinbereich wäre, dann würde ich ins Gesundheitswesen. Okay. Da musst du halt Sachen machen, was die anderen nicht machen. Aber alte Menschen und kranke Menschen zu helfen, das ist ein Geschäft. Ich meine, das hört sich jetzt brutal an, das ist, aber da kann man schon was aufbauen. Ja. Auch zum Beispiel alles, was Gebäudereinigung ist oder überhaupt Reinigung, es gibt einfach schlechtes Personal. Oder Gastronomie, Mitarbeiter in der Gastronomie zu vermitteln, die gut sind, die muss man finden. Und die Krise wird einiges dazu beitragen, dass die jungen Leute wieder aufwachen und nicht alles von den Eltern in den Arsch geschoben kriegen, sondern die müssen irgendwann einmal kämpfen lernen. Und dann gibt es wieder gute Mitarbeiter. Und ja, in diesen Bereichen, also ich bin jetzt natürlich auch relativ stark im Immobilienbereich, aber jetzt bin ich stark, ist klar, aber da brauchst du ein gewisses Kapital, muss man klein anfangen, dann größer werden. Und in diese Richtung würde ich tendieren, wenn ich nochmal. Aber es gibt wirklich, man muss schauen, wo die Reise hingeht. Nicht? Das sind immer Tiere, Kinder und alte Menschen. Und das sind so krisensichere. Spannend, spannend. So, letzte Frage, sehr spannend. Deine Morgenroutine, hast du eine? Ja, ich stehe um 4 in der Früh auf. Dann gibt es natürlich Zähneputzen, gibt es einen dreifachen Espresso. Da schaue ich aber schon, bin ich schon am Handy und am Laptop. Dann mache ich mal die ganzen E-Mails und die ganzen WhatsApp und die ganzen Sachen und auch internationale Anrufe, weil da erwischen meistens in Ländern, die noch nicht im Schlafmodus sind. Mit denen kann ich dann kommunizieren. Ja, und dann gibt es die Meetings eines nach dem anderen und zwischendurch gibt es meinen Sport. Also ich muss mindestens, ja, also es gibt ganz wenige Tage, wo ich keinen Sport mache, aber normal zwischen 1 und 6 Stunden Sport. Liebe Leute, das war Leo Hillinger. Noch sympathischer als im Fernsehen. Hiermit bestätige ich es offiziell. Abonniert unseren Kanal, schreibt uns dazu, wie euch das Interview gefallen hat. Eure Learnings von Interview und bis zum nächsten Mal. Leo, vielen lieben Dank. Danke dir. Danke.